Hallo, liebe Deutschlernende. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Geräusche hier. Ich möchte auch kulant sein. Aber ich wollte heute mal rausgehen wieder, weil heute wieder so schönes Wetter ist. Ja? Es ist Winter, ja? Aber es ist überhaupt nicht kalt. Ja? Es war kalt, aber jetzt ist es überhaupt nicht mehr kalt. Ja? Insofern hoffe ich, dass das Video angenehm für dich ist. Und ich möchte natürlich kulant sein. Was bedeutet kulant? Kulant ist ein relativ seltenes Adjektiv, aber es wird dir trotzdem helfen, dieses Adjektiv zu kennen, weil es sehr, sehr viele Synonyme hat, die auch sehr oft gebraucht werden. Kulant ist ein Wort, das ich selber erst vor kurzem gelernt habe. Du lernst jetzt also ein deutsches Wort, das selbst manche Muttersprachler nicht kennen. Ja? Ich habe mich letztens mit ein paar Bekannten getroffen, ein paar ehemaligen Mitschülern, und diese ehemaligen Mitschüler haben das Wort kulant gebraucht. Ja, sie meinten, ja, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben. Sie meinten, ja, dieser, wenn man dorthin geht, dann sind sie auch immer sehr kulant. Ja, sie haben darüber gesprochen, dass es ein Problem gegeben hat, aber sie meinten, zum Glück sind sie dort sehr kulant. Ja, und ich dachte mir, das heißt kulant. Ja, und ich habe es natürlich gleich nachgeschaut, als ich zu Hause war. Also ich hätte natürlich auch fragen können und vielleicht hätte ich gleich fragen sollen. Aber ich war nicht Teil des Gesprächs. Ich habe nur mitgekriegt am Rande, wie zwei sich unterhalten haben und dieses Wort erwähnt haben. Sonst hätte ich natürlich gleich gefragt, so, hey, was bedeutet dieses Wort? Das habe ich noch nie gehört. Aber ich habe mir auch gedacht, was es heißen kann. Ja? Also es war aus dem Zusammenhang recht klar. Und ich möchte dir heute dieses Wort erklären. Was bedeutet kulant? Kulant bedeutet, besonders im Geschäftsverkehr, als Geschäftsmann, bedeutet es entgegenkommend. Ja, gewisse Erleichterungen gewährend. Ja, also wenn man ein Problem hat mit einem Geschäft oder einem Geschäftspartner und der Geschäftspartner auf einen zugeht, ja, wenn dieser Geschäftspartner tolerant ist und zuvorkommend ist, dann ist dieser Geschäftspartner kulant. Ja. Ein paar Beispiele. Ja. Ein kulanter Geschäftspartner, ja, ein kulante, annehmbare Preise. Ja. Preise können auch kulant sein, wenn sie annehmbar ist, wenn man sich sagt, ja, okay, das ist preiswert genug. Oh, die Geschäftsleitung war äußerst kulant. Ja. Also auch die Geschäftsleitung kann kulant sein. Und jemandem kulant entgegenkommen. Das sind die vier Beispiele. Ein kulanter Geschäftspartner, kulante, annehmbare Preise, die Geschäftsleitung war äußerst kulant und jemandem kulant entgegenkommen. Ja. Die Synonyme von kulant lauten entgegenkommend, gefällig, großzügig, kompromissbereit, umgänglich, verbindlich, wohlwollend. So, und die Herkunft von kulant kommt aus dem Französischen. Ja, also das französische Wort coulant heißt eigentlich fließend, flüssig. Ja, also das ist auch sehr einleuchtend, dass kulant etwas ist, was die Interaktion flüssiger macht. Ja, wenn ein Geschäftspartner zuvorkommend ist,
wenn dein Geschäftspartner kulant ist, dann macht es die Interaktion viel flüssiger. Genau, da steht noch adjektivisches erstes Partizip von couleur. Ja, also falls ihr euch mit der französischen Grammatik ein bisschen auskennt, ja, coulant, coulant von, kommt von dem Adjektiv, von der adjektivischen ersten Partizip von couleur. Ja, couleur heißt durchsehen, fließen, lateinisch colare, durchseien. Ich habe keine Ahnung, was durchseien heißt. Da hat man gleich ein zweites Wort, was man nicht versteht. Aber ich glaube, der Punkt ist, kulant heißt zuvorkommend, entgegenkommend. Und ich hoffe, ihr nehmt mich auch so wahr, dass ich immer sehr kulant bin. Ich versuche immer sehr kulant zu sein. So, jetzt habt ihr was gelernt und ihr wisst mit diesem Wort, mit diesem Adjektiv, wisst ihr mehr als ein Teil der deutschsprachigen Bevölkerung. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns morgen. Tschüss!